Jo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Nach Herrentag. Ich hoffe, ihr habt alle an die Männer. Ich hoffe, fangen wir schon an. Ja, was war das denn schon wieder? Ich weiß nicht genau. Mach auch mal. Okay. Action. Und ich werde reden. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt den Herrentag gut überstanden. Wir melden uns auf jeden Fall zurück mit einem neuen Tabak. Wieder mal Zeit für einen guten, einen sehr leckeren Alvoisier-Tabak. 250 Gramm kriegt ihr für 16,90 Euro. 17,90 Euro, aber es sind 250 Gramm. Also der letzte, den wir vorgestellt haben, der Hukain, der kostet auch 17,90 Euro, 200 Gramm und davon nochmal 100 Gramm Molasse. Ja, habt ihr hier auf jeden Fall schon mehr drin für den Preis. Auf jeden Fall. Und ja, wie ihr wisst, ne, die Metalldosen, die halten auch gut was ab. Also sieht man hier vielleicht auch nicht. Das hat schon ein bisschen eingedellt, schon ein paar Mal runtergefallen. War halt ein Kampfeinsatz, die ist überall dabei, die Dose. Ich finde es halt geil, ich schmeiß die Dinger so achtlos überall hin und in den Rucksack, die werden zerknautscht, sonst irgendwas und die halten einfach dicht und die brauchen keine Angst haben, dass da irgendwas ausläuft. Und Anni möchte es mal demonstrieren. Es funktioniert immer noch. Also selbst der Deckel hält immer noch gut fest. Wir haben jetzt mal den Tabak in der Tüte drin gelassen. Kann man theoretisch auch rausmachen. Anni hat sich bestäubt. Ja, ich war einfach zu faul, das da rauszumachen. Aber guck mal, jetzt sifft halt der Beutel von unten zu. Das ist doch auch nichts gut. Okay. Egal. Also, legen wir mal los. Was haben wir denn überhaupt? Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Der Mr. Kali von Alvasir. Dahinter verbirgt sich ein Litchi-Tabak. Litchi und noch ein paar andere Komponenten. Du kannst ja mal den Schnitt beschreiben und ich google mal schnell, habe ich voll verplant. Ja, Schnitt ist auch Alvasir-typisch, relativ fein. Ein paar klein gehackte Äste sind drin, aber die sind nicht weiter behinderlich. Von daher lässt sich super easy den Kopf bauen. Wir haben ja wieder standardmäßig im KS-Abo mit dem Kamin. Oh, guck mal, die Regie. Oh, die Regie. Litchi, Kaktusfeige, Zuckerrohr. Ah, also ja. Ja, ihr packt halt einen Litchi-Tabak mit. Bisschen extra. ja, soll ich den. Soll ich mal durch gleich weitermachen? Dann hau durch, Alter. Ich höre nicht mehr noch zu. So, dann kommen wir mal zum Geruch. Also zuerst kommt so ein richtig aromatisch blumiger Geruch einmal entgegen. Und Litchi kann ich auf jeden Fall auch rausriechen. Kaktusfeige. Wüsste ich jetzt, glaube ich, nicht, wie ich es zuordnen sollte, aber ja, es riecht halt wirklich sehr, sehr fruchtig. Die Litchi-Note kommt halt wirklich sehr authentisch rüber. Von daher ist ja, sage ich mal, das Wichtige schon getroffen. Zuckerrohr, ja, keine Ahnung, ja, wird man vielleicht im Geschmack dann nochmal sehen. Zuckerrohr, glaube ich, nicht wirklich eigenen Geruch. Also ihr kennt es ja auch, Karamell riecht halt irgendwie, wenn das in einem Tabak drin ist, eigentlich nur süßlich. Ja. Süßlich? Aber es vermischt sich ganz gut mit der Litchi- und Kaktusfeigennote. Also riecht auf jeden Fall sehr ansprechend. Ja, das muss ich ja sagen. Auf jeden Fall. Und genau so schmeckt er auch. Also, ist eine neue Sorte von Alvasir. Wir konnten den auf der Messe auf jeden Fall auch schon rauchen. Und davor hatten wir, glaube ich, sogar schon los, haben sie so ein paar Wochen, vielleicht einen Monat vor der Messe rausgebracht. Super geiles Ding wieder. Also Alvasir bis jetzt, alle Sorten absolut rauchbar. Nicht eine dabei, wo man sagen müsste, seid vorsichtig, euch den zu holen. Die sind alle lecker. Und
der hier reiht sich perfekt da ein. Schmeckt super geil nach Litschi. Ist für mich gerade der beste Litschi-Tabak. Nicht von der Intensität der Litschi, sondern vom Allgemeinbild, sage ich mal. Also schmeckt einfach rund der Tabak, intensiv. Da drückt gar nichts. Da habe ich auch nicht das Bedürfnis, da unbedingt Minze reinzumischen, weil er so schon pur sehr lecker ist. Ja, hab da gar nichts zu meckern. Also ich finde die Mische so, wie sie ist. Dankeschön. Perfekt. Kann ich so sagen. Ich finde den wirklich hammergeil. Ich glaube, das Gute ist halt, weil wir, hat der bestimmt auch schon mitbekommen, wir schwärmen ja wirklich jedes Mal, wenn wir einen Abasir vorstellen, von diesem Tabak. Es liegt halt einfach daran, selbst bei der, ich glaube, das war letztes Jahr bei der Frankfurter Messe, da haben sie den Tabak rausgenommen, weil er halt nicht so gut bewertet wurde. Und den haben sie jetzt aber ein Jahr später einfach wieder neu rausgebracht. Das war, glaube ich, der Mary J. Mary Jane? Nee, Mary J. war das nicht. Den hatten sie ein Jahr nicht da gehabt. Ja, Mary J. hatten sie rausgenommen, weil sie, glaube ich, Bedenken hatten, dass er nicht gut ankommt. Jetzt haben sie es nochmal probiert, hatten ein paar Dosen vorproduziert. Der lief auf jeden Fall ganz gut. Also der ging weg, die Regale waren am Ende relativ leer. Ich habe mir auch eine Dose gekauft, also der wird auch noch kommen, auf jeden Fall. Mary J., ihr wisst, was es ist. Marihuana Limette, richtig geiles Ding. Und ja, generell passen sie sich da an. Und was du ansprechen wolltest, das war zum Beispiel der Doppelapfel-Tabak. Doppelapfel wurde komplett überarbeitet, ja, weil die Bewertungen mündlich, wie auch durch diese Chips, wenn ihr auf der Messe wart, kennt ihr das vielleicht, eben so ein Daumen-hoch, Daumen-runter-System quasi. Und haben dann den Doppelapfel nochmal komplett geändert, die Rezeptur und haben den neu rausgenommen. Also, es gibt auch auf der Seite des Herstellers einfach nichts, wo man irgendwo ansetzen könnte. Die machen im Moment alles richtig. Es ist ein geiler Tabak, ein geiler Preis, ultimativ transparentes Unternehmen. Also jedes Mal, wenn wir auf der Messe sind, ist es einfach toll, mit denen zu reden. Ja. Da habt ihr nicht das Gefühl, irgendwie so, da wird nur das gesagt, was, keine Ahnung, der Pressesprecher nach außen bringen möchte. Da wird einfach auf Augenhöhe miteinander gesprochen und es ist, als ob ihr in einer Shisha-Bar sitzt und mit euren Kumpels darüber redet. Es macht einfach Laune und deshalb feiern wir auf den Tabak. Ich glaube, das Statement muss jetzt mal wieder sein. Das haben wir gut zusammengefasst. Genau so ist es nämlich. Ja. Ja, guck mal, auch zum Fazit. Ja, rauchtechnisch muss man ja auch nichts sagen. Raucht halt wieder mega gut. Habt einen schönen, volle Bowl. Und ja, egal in welchem Setup ihr den raucht, passt das auch. Ja, das stimmt. Sowohl Standard-Setup hier mit Funk auf Kamin, raucht er super. Könnt ihr ganz einfach den Kopf bauen. Der Tabak ist schön feucht, aber nicht so feucht, dass er Molasse verliert. Ist einfach super eingezogen. Guter Schnitt. In einer Sapphire Power Roll mit Lotus läuft das Ganze auch super. Ja. Kann man nicht meckern. Gibt einfach keinen Negativpunkt. Also wenn ihr auf Litschi-Tabak steht, dann auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung für den Avasir Mr. Kali. Genau. Jo. Achso. Ja. Nö. Ich wollte gar nicht mehr sagen. Du wolltest noch sagen. Ich bin vorbei. Du bist vorbei. Gut, da sind wir jetzt vorbei. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von dem Avasir-Tabak sehen wollt, guckt gerne mal bei uns in die Playlist rein. Da haben wir schon ein paar vorgestellt und es werden auf jeden Fall auch noch weitere Folgen. Und ja, bis dahin, gönnt euch ein Köpfchen, lasst es euch gut gehen oder drei, je nachdem. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haut rein, Leute. Wir sind raus, euer Shisha-Team. Ciao. Tschüss. Ja, Mann, hast du gesagt, dass wir uns abonnieren sollen? Kostenlos? Abonniert uns kostenlos. Mega! Und aktiviert dabei gleich die Glocke. Die ist wichtig. Werdet ihr immer informiert. Genau. Die ist nämlich sehr wichtig. Macht das mal. Wenn es euch natürlich gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt. Schreibt auch gerne noch einen Kommentar unter dieses Video. Und wie üblich im Setup habt ihr halt, in der Videobeschreibung habt ihr halt nochmal das Setup und mögliche Links nochmal. Was ihr wissen müsst, ist eine Shisha und ein Kopf und Kohle oben drauf. Genau. Da könnt ihr echt das haben. Gut. Ich wollte ja nicht Ohrringe machen, aber nach dem Winken. Oh je! Konnte ich nicht mehr. Aber du kannst mich noch, ich wollte dich dann nicht unterbrechen. Nö.